Es geht weiter mit unserem Lieblings-Sack-Ding da, irgendwas. Wieder durch. Gehen wir davon aus, dass sie wieder alle irgendwie eine Meise haben. Schon wenn sie sich flatten, haben sie eine Meise, weil ich meine, bei dem Pott. Ich wüsste nie, wie die nie committed sein sollen. Außer also durch zu checken, es runter. So sehen sie. Die Leute. Und AK versus AK King King wins natürlich, aber ja. Ich denke mal, hier muss man ein bisschen lang jetzt einfach mal sein, weil man sieht ja, wie die mit was für Händen die hier irgendwie reinkommen. Das, also meine AK war kein Ding eigentlich, das zu spielen, aber das erstmal auf 1500 Formflop zu bringen und dann runter zu checken, ist eigentlich. Naja, so wir sind hier out of position, deswegen gucken wir uns das einfach mal gemütlich an. Versuchen es zumindest. Ja, Gadget, Zeugs, Gelümpe. Wird nie besser. Ich meine, der hat anything, die 5 ändert überhaupt nichts und naja, ist die Frage jetzt, ob hier irgendwas gebietet hat. Ich meine, ja, jetzt bettet der Pott, also habe ich das Gefühl, der hat schon was gehittet, weil. Ach, gut, ich meine, weiß ich nicht, ist irgendwie interessant, aber das sind halt solche Typen, die dann auch unbedingt hier Kings und Queens irgendwie, also in die 2, aber irgendwie davon völlig rum slowplayen müssen. Oder vielleicht hat er ja tatsächlich die ganze Zeit 5 gehabt, das weiß man nicht. Das liegt in der Big Blind Range auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir hier mit Asheilen die viel tun, weil interessiert uns überhaupt nicht der Pott. Der hätte uns interessiert, hätten wir was gehabt, aber. Aber nur so interessiert uns eigentlich nicht. Schon mit Jacks klar angestellt hat, reist wieder unendlich. Und wie schön wir den Flop gefunden hätten. Aber wir begeben uns ja niemals in irgendwelche Flops. Deswegen werden wir sie auch nicht treffen. Und Misthände spielen. Nie ohne riesigen Grund, wie gesagt.
gar nicht immer so eine Sache, aber als Spaß spielen wir sie bestimmt nicht. Hoch. Das gehen ja auch jetzt hier ums Dom auch ziemlich schnell hier. Also wir können hier nicht ewig rumwarten. Das kann vielleicht Mutter so sogar mal. Oder nee, eigentlich schon. Das sind eine Frage. Nein, ich lasse es nur. Nee. Ich weiß nicht, ob man hier auch so viel Zeit hat, um eben zu spielen. Auf jeden Fall nie mit Händen belohnt. Für unsere Geduld. Also jetzt nie mega kritisch ist, aber irgendwann wird man sie dann halt bevorzugen. Check. Das ist meine vernünftige an. Die Position ist zwar jetzt nie riesig berauschend, aber ich meine, es ist schon gesuchtet. Das werden wir definitiv erstmal nie weghauen, wenn der nie auf die Idee kommt, hier direkt zu pushen oder so. Wenn jetzt vielleicht mal zu mit Blinds sind, schon genug Rest, dass man jetzt hier mit Winraces arbeiten kann. Ich meine, die Leute flatten tun sie sowieso die ganze Zeit und ansonsten sind die Treibe zu hoch, dass man hier nie dreifach reisen müssen, um dann zu folgen. Und wir bekommen Respekt, wahrscheinlich weil wir so früh gereist haben oder weil sie wirklich alle überhaupt nicht haben. Vielleicht auch, weil ich mich überhaupt noch irgendwo hier schon ein bisschen angestrengt habe, mal ein paar zu sagen. Aber warum auch immer, es freut uns, dass wir mal eine Hand hier einfach mitnehmen durften, ohne dass hier 1000 Leute mit drin sind. Mal sehen, ob sie nie durchdrehen, die Leute, dann werden wir uns das vielleicht mal angucken. Ist schon mal ein dreifaches UTG. Da ist noch 24 BB dahinter, also wenn jetzt keine Leute mit reinkommen, werde ich das nicht machen, weil ja, so oft zählt man jetzt auch nicht. Und hier gibt es kein Stack zu gewinnen. Falls ich sette. Und ich krieg direkt nochmal 2. Aha. Der will mir wahrscheinlich was sagen.
So, hier sieht das schon ganz anders aus. Hier werden wir natürlich die 200 investieren. Ganz einfach nur, weil wenn ich hier eine 2 hätte, kann ich mich quasi, habe ich die Chance, mich zu verdoppeln. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich verdopple. Weil je nach Flip gewinne ich entweder nie oder der ist, hat gleich wieder Schiss. Und das Mal muss ich aber treffen. Und ich treffe. Und der Flop sieht eigentlich. Ja, der ist schon ganz schön nass, aber. So, keine Entschuldigung was. Die Queen, die macht es nie besser. Muss man überlegen. Das Check ist jetzt angekommen. Nee. Schnell mal in die Betten. Und der pusht direkt. Und der callt direkt. Wahnsinn, soll ich jetzt musste dämlich sein und jetzt hier folgen. Also Draws sind ja noch keine angekommen. Das ist jetzt Ace Jack, was ugly ist. Und Bube 9. Und die anderen Sätze. Aber Set ist unwahrscheinlich. Bube 9. Nee. Ace Jack halt vielleicht, aber das ist. Die Chance nehme ich jetzt halt mal wahr und dann ist das Video halt zu Ende, wenn es nie so ist. Und Ace Jack. Tatsächlich. Tja, dann. Ne, war schön. Ace Jack hat gewonnen, weil irgendwie, ich meine, ist der große Call ist schon interessant, aber ist halt war strange. Gut, hat Spaß gemacht. Und ja, bis nachher.